Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Film zum Thema WLAN. Diesmal gehe ich näher auf die häufigsten Probleme, die Sicherheit, Reichweite und Erweiterung von WLAN-Netzwerken ein. Die häufigsten Probleme in WLAN-Netzwerken haben mit der Stärke des Signals zu tun. Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt nämlich von der Signalstärke ab. Die Signalstärke wiederum wird von der Reichweite und vor allem der Positionierung des WLAN-Routers beeinflusst. Am besten geben Sie dem Router so viel Raum wie möglich. Er sollte möglichst frei, zentral und leicht erhöht platziert werden. Generell gilt, je kürzer der Abstand vom WLAN-Router zum Endgerät, desto besser ist der Empfang. Ein weiterer Störfaktor können mehrere WLAN-Netzwerke im gleichen Haus sein. Sollte das bei dir der Fall sein, kannst du auf deinem WLAN-Router einen noch nicht belegten Kanal auswählen, beziehungsweise, wenn deine Endgeräte das unterstützen, von 2,4 auf 5 GHz wechseln. Nähere Informationen dazu in unserem Video Teil 1. Ein immer wichtigeres Thema ist die Sicherheit deines WLAN-Netzwerkes. Offene und unverschlüsselte WLAN-Netzwerke sind wie eine sperrangelweit geöffnete Haustüre. Und ja, die Verantwortung für dein Netzwerk trägst du. Du solltest daher unbedingt das werkseitig voreingestellte Passwort durch ein eigenes ersetzen und es auch regelmäßig ändern. Als Verschlüsselung wählst du am besten Wi-Fi Protected Access, kurz WPA, oder noch besser WPA 2. Als Grundregel für ein sicheres Passwort gilt: Nutze mindestens 12 Zeichen, verwende Groß- und Kleinbuchstaben gemischt, Sonderzeichen und Zahlen. Bei großen Häusern kann es natürlich passieren, dass die Reichweite deines WLAN-Routers auch bei guter Positionierung nicht ausreicht, um das ganze Haus zu versorgen. In diesem Fall kannst du einen WLAN-Repeater einsetzen. Am besten vom selben Hersteller wie der WLAN-Router. Die Installation eines WLAN-Repeaters ist üblicherweise sehr einfach. Der Repeater wird nämlich nur an eine herkömmliche Steckdose gesteckt. Suche dafür eine Steckdose, die sich am besten auf halber Strecke zwischen äußerem Empfangsbereich und dem Kabel Plus WLAN-Router befindet. Die meisten Modelle lassen sich dann per WPS-Knopf, das steht für Wi-Fi Protected Setup, automatisch mit dem bestehenden Netzwerk verbinden. Die Konfiguration passiert dabei automatisch. Oft haben die Modelle auch einen zusätzlichen LAN-Port. Hier können ältere Endgeräte ohne eigene WLAN-Funktion angesteckt und ins Heimnetzwerk integriert werden. Das war's! Jetzt weißt du wirklich alles, um ein WLAN-Netzwerk einzurichten. Solltest du dennoch Fragen haben oder Hilfe bei der Einrichtung benötigen, bieten wir ein Service-Paket dafür an. Unsere Kabel-Plus-Service-Hotline erreichst du unter 0800 800 514. Viel Spaß mit deinem Heimnetzwerk!